Also ich bin der Justin Katz, ich bin im Berliner Schwimmteam und bin in der Startklasse FC. Mich könnt ihr verfolgen über 400 Kraul, über alle 50er Strecken, 100er und halt ab und zu mal 800 vielleicht. Oh, das klingt nach einer Menge. Hast du dich noch nicht so entschieden für eine richtige Strecke oder bist du einfach auf allem so gut? Bei mir ist halt so, man weiß nicht genau so, wo ich nicht gut bin, aber in 400 bin ich schon eigentlich sehr gut. Es könnte was daraus werden und da ist auch mein Ziel enorm fest zu schwimmen bei dir. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war für mich sehr aufregend, weil da sehr viele Nationen auch waren und es war voll halt die Halle. Und so viele andere Leute, die man noch nicht kennt, und dann lernt man neue Leute kennen und dann fragen die einen so, welche Startklasse und wie lange du schon machst. Schon aufregend sowas. Okay. Deine Startklasse, was bedeutet das genau? Also die S10 ist halt die, wo eigentlich am wenigsten Körper man die Behinderung sieht so richtig. Ich habe halt Plumpfüße, das heißt wie eine Warnmuskulatur hier. Wenn man es erklären, es ist halt fast keine Behinderung richtig, weil man halt eigentlich alle Körperteile hat. Das heißt, ich schränke dich jetzt auch nicht so wirklich beim Schwimmen ein? Also wenn wir halt Beine im Knie schwimmen, merkt man schon sehr den Unterschied zwischen den anderen, weil ich halt nicht so viel kreuze, weil mir die Kraft in den Beinen fehlt. Also mein Tipp ist eigentlich versuchen, sich auf sich selbst zu konzentrieren und eigentlich ist es wie ein anderer Wettkampf, bloß dass ein paar Leute mehr da sind und dass man halt ruhig bleiben soll. Es sind halt nur Wettkämpfe so in der Hand, kann man sagen. Ich war bei den internationalen Wettkämpfen schon, da bin ich auch einer schon besser gewesen. Es war nicht immer unter den Top 3, aber es war ein großer Erfolg für mich. Und hast du, du hast gesagt, du möchtest dich für die WM qualifizieren in London. Bist du da noch weit von der Qualifikationszeit entfernt? Also nicht mehr so weit. Die Normzeit auf 400 ist eine 4,21 und ich bin gerade eine 4,24. Ich gebe mir schon sehr viel Mühe, das zu schaffen mit meinem Team. Ja, also ich bin in einer speziellen Klasse, das nennt man Streckerklasse. Da wird das Schuljahr gestreckt auf 2 bis 3 Jahren. Und da hat man halt weniger Schulstress mit dem Sport verbunden. Das heißt, man hat weniger Schulstunden in der Woche, damit man das Training auch besser machen kann. Und da fängt die Schule ein bisschen später an, damit man auch sich ein bisschen aufziehen kann vom Training. Klingt ideal. Ja. Also wir haben einen gemeinsamen Sponsor, das ist Ted. Und ich habe noch einen eigenen, der mir meine Trainingslage bezahlt auch, das ist Block im Herz. Ah, okay, was ist das genau? Das ist ein Sponsor, der hilft auch Kindern, also Pflegekinder auch, die halt sozusagen nicht genug Geld für Sachen haben und die halt Hilfe brauchen. Dafür helfen die Leute. Okay. Und gibst du, sag ich mal, dem Sponsor auch etwas zurück? Ja klar, ich informiere ihn auch mal, wie mein Trainingslager war und wir werden auch ab und zu mal auf ihre Gala eingeladen. Das ist immer auch ein sehr schönes Dankeschön von denen und es freut mich auch, dass sie uns unterstützen. Nein, also eigentlich hilft mir mein Trainer mal, wenn es mir nicht gut geht, der motiviert mich auch wieder und ansonsten meine Freunde vom Schwimmteam auch, die unterstützen mich dann halt, wenn was schief gelaufen ist oder Kopf hoch, schaffst du. Das ist halt nur eine Strecke, die kannst du nicht wieder besser machen, das ist nicht schlimm. Ja. Hallo, ich bin Justin Katz. Ich schwimme bei der EDM 2019 dabei. Und wenn ihr mich sehen wollt, kommt gerne vorbei.